bin Basti. Ich bin HP. Und zusammen sind wir Basti und HP. Hallo, wir sind Benny und Dennis. Und zusammen sind wir unbesiegbar. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Heute mit HP und Basti von Scooter. Ja. Oh. War halt so Platz. Ich habe mich noch nie so sehr auf Gäste gefreut. Also wirklich episch, dass wir hier mit euch stehen dürfen. Danke. Bitte. Ihr freut euch sicherlich genauso Prost, stark, Sack, oder? Prost, ihr Säcke. Wir freuen uns riesig. Ja? Ja, total. Wir sind Kult im Internet. HP ist Kult. Wir sind alle Kult jetzt. Ja, genau. Wir spielen heute in der Tag Team Edition. Das heißt Team World at Wohnzimmer gegen Team Scooter. Und die beiden, ich habe schon gehört, 90er und 70er, 80er, ihr seid das perfekte Duo eigentlich. Ja, und das Beste von heute. Wir haben das halbe Wissen von gar nichts. Wir kennen ein paar 2010er und ein paar aus den 30ern. Ja, also, das ist doch optimal. Tolle Kombination. Liebe Freunde, wenn ihr euch denkt, ich möchte auch mal hier stehen mit uns und einem Promi, dann schreibt jetzt Lieblingssong in die Kommentare, euer Alter und ein kreatives Gastgeschenk. Die beiden haben auch tolle Sachen dabei. Ja, dazu kommen wir später, jetzt noch nicht bücken. Nachher. Der liebe Miggi wird uns Songs vorspielen. Wenn wir wissen, wie der Song heißt und wer ihn gesungen hat, also Feature muss auch dabei sein, dann buzzern wir. Wenn stimmt, gibt's einen Punkt. Wenn es falsch ist, seid ihr für die Runde gesperrt und dürft jetzt in der nächsten Runde wieder mitmachen. Also das heißt, man muss Song und Interpret beides. Und auch ein Feature muss alles drin sein. Also, aber nicht noch die Mixbezeichnung. Das nicht, wenn du natürlich das auch noch kannst. Gibt's einen Bonuspunkt? Dann in unserem Herzen gibt es einen Pluspunkt. Und die Autorenzeile, wer auch nicht. Alles, was du raushauen möchtest, das kannst du gerne machen. Wer zuerst 5 Punkte hat, wer zuerst 7 Punkte hat. Heute ist ein Special. Halt, 7 ist meine Unglückszahl, also machen wir 8. Wer zuerst 8 Punkte hat, wer bietet mehr, darf die goldene Ananas berühren. Oh. Okay, Song Nummer 1. People are people, Depeche Mode. Ja, natürlich, eine Zeit, super. Wir können auf 9 erhöhen, wenn ihr wollt. Sei nicht zu übermütig. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat das war so die Warm-up. Ja, sehr gut. Monday left me broken. Den weißt du? Nein! Avicii? Ja, jetzt kommt's aber. 3, 2, 1. Nein! Waiting for love. Ja! Dilettant. Na, Wahnsinn. Jetzt geht die Beschimpfung los, ey. Ja, 1-1, so schnell kann's gehen, ne? Erstmal große Klappe, ja jetzt. Ja, wir sollten die nicht so durchlaufen lassen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ich weiß. One. Das ist Celebrate the Nun, Ordinary Town. Das wusste ich nicht. Hab ich aber selber gesungen. Ich konnte das nicht. Aber oftmals erlebt das Interpreten ihre eigenen Tracks hier nicht. Ja, wissen, ne? Oft schon. Mhm. HP, hörst du gerne Pur? Weil wir sind große Pur-Fans. Ach, tatsächlich. Da könnt ihr ja auch nichts hören. Also wir sind große Pur-Fans. Also wenn du mal ein Duett mit Hartmut Engler machst, bitte sag uns Bescheid. Wir wollen irgendwie dabei sein. Okay. Im Video. Ja, genau. Der Veteran von der Repo-Bahn. Das weißt du, Benni. Was ist denn hier los, hä? Das sind die neuen Beginner, meine Posse. Hä? Beginner. Jizzes. Und? Ja, jetzt muss einer kommen. HP! Ja, Jizzes und wie heißt er noch? Nein, hier der eine. Nee. Ach ja! Da ist er. Sollen wir mal zu den Geschenken kommen? Ja, ihr habt ja Geschenke mitgebracht. Wir dürfen euch nicht berühren, ihr dürft es nur zeigen. Also, wir haben Socken. Und da ihr zwei seid. So, guck mal. Aber das Geilste ist eigentlich die Vinyl. Ja, das stimmt. Wow. Ihr habt sogar die Strictly Limited, die ist in Clear Vinyl, also durchsichtig. Das neue Album. Wow! Hier sind auch noch mal Socken drin. So viele Socken habe ich endlich Verhütungsmittel. Ja. Hey! Immer noch 2-1, okay. Also wenn das so weitergeht, stehen wir hier morgen noch. Wird der Kölner Treff abgesagt, HP? Kann die Böttinger warten? Kein Thema. Your head is humming and it won't go
Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Das musst du jetzt mit deinem Gesicht aber auch. Das berühmteste Gitarrensolo aller Zeiten von Jimmy Page. Glaubt ihr an Gott? Ja, sonst hätten wir das Album nicht so gut. Habt ihr schon mal gebetet in eurem Leben? Also wirklich ehrlich gebetet? Ja. Ja. Also seid ihr gläubig? So minimal gläubig muss man, ist man irgendwie doch, oder? Auch wenn also man nicht... sagen wir mal so, ich habe das schon mal erwähnt, ich bin jetzt nicht sonderlich religiös. Ich halte wenig von Religion und Ideologien im Allgemeinen. Das ist mir immer zu sehr, dass Menschen was aufobtruiert wird. Und, aber trotzdem glaube ich schon an was Höheres, Größeres. Ich finde auch, jeder muss das so mit sich so ein bisschen ausmachen. Das stimmt. Ja. Und nicht dem anderen vorschreiben, was er zu glauben hat. Und das war das Wort zum Sonntag. Jetzt aber! Schalt doch den Mund! Jetzt mach ich's mal! Das ist Bon Jovi. John Bon Jovi? Nein, Bon Jovi, Bed of Roses. Ja! Ja. Das ist ja von der Band Bon Jovi. Der eigene Teamkamerad hier reinredet. Ja, weil du es nicht gebacken kriegst anscheinend. Der muss immer nachhelfen. Also, 3, 2, Bad of Roses. Das war das letzte Mal Tag Team Edition in diesem Fall. Ja. Scooter Mann, Finch asozial. Sehr gut. Mensch, mach sie. Finch asozial, auch ein Freund dieser Sendung, ist ein absoluter Ehrenmann, der Finch, oder? Mega, ja. Super Typ. Mega. War auch eine super Zusammenarbeit. Das war echt klasse. Wir haben immer noch eine Party ausstehen. Wir haben gesagt, dass, die haben uns letztes Mal zum Essen eingeladen und da haben wir gesagt, jetzt sind wir aber mal dran. Sein Manager und Finch. Viele Grüße an Gihan und Finch an dieser Stelle. Liebe Grüße! Yeah. Und an Dasmo. Das heißt, ihr müsst den Essen ausgeben quasi. Eine Party ausgeben. Ja. Und was wisst ihr schon, was ihr auftischt? Currywurst Pommes. Wie immer. Keine Ahnung, wie das heißt, ey. Oh Mann. Nee, keine Chance. Also ich kenne die Gruppe, aber nicht den Titel. Der dunkle Tenor. Keine Ahnung. Das ist der Dark Tenor. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt wo du es sagst. Doch, aber das hatte ich vergessen. Jetzt spielst du auch deinen Song bei Einlaufsong beim Promi-Boxen, oder? Ja, genau. Die Karte Spengemann. Oh, das ist aber deiner. Benni. Da bin ich raus. Ich bin überhaupt nicht raus. Das ist Ficken von Tobi, der Bass muss ficken. Ja! La 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 la! Also du merkst, dass das auch die einzigen beiden, die sind, die hier abgehen. Wir werden immer oft kritisiert, weil der Benni gern solche Musik hört. Du doch auch, wir sind jedes Jahr am Ballermann. Gib alles! Gib alles! Ich war ja auch früher am Ballermann, aber das war noch so in den Nullerjahren. Privat, da gab es noch ein paar Discos so richtig, jetzt gibt es ja nur noch den Megapark. Mhm. Und ich fand das immer total witzig, also da konnte man wirklich gut feiern. Wir sind ja auch Musiker. Das war euer letzter Song. Wir heißen Dicht und Doof. Und wir haben unser erster Smash-Hit war Rudi das Rüsselschwein. Ich bin Rudi das Rüsselschwein. Baby, lass mich heute dein Rüssel sein. Sag die Aufrufzahlen. Dicht über bei Spotify über 7,7 Millionen Mal. Über 8 Millionen. 8 Millionen mal gespielt worden. Und An die Wand ist unser neuer Hit. Schmeiß deinen Schatz hier an die Wand, dann bist du solo. Schmeiß deinen Machen, werden wir uns auch definitiv anhören. Könnt ihr euch das mal verrückt fahren? Kati, einmal speichern bitte. Aber auch bei Kati, Dicht und Doof ist ein geiler Typ. Ja, Großmeister, Applaus für dich. Applaus für dich, du was. Ja, was denn? Marius Müller in Westernhagen. Sexy. Ja. Basti. Ich hab hier Basti als war deine Zeit. Support. War deine der Zeit. Hat noch nicht einen Song erkannt. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Yeah. Scooter Groundhog Day. Nee, doch nicht. Doch. Nein. Doch. Wir haben noch nicht gewonnen. Doch, es geht ja nur bis 5. Nee, das war nur. Ach so, es war einfach nur, weil wir so gut. Ja. Ein Apparat, die fährt 210. Zu spät. Markus, ich will Spaß. Ja! Ich will Spaß. Ja. Ich will Spaß. Ich
Der kennt nichts. Basti kennt gar nichts. Groundhog Day. Punkt. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Das ist doch dein Musikgeschmack so. Ist das Chair mit Walking in Memphis. Ja, das ist ein Doppelpunkt bei uns hier. Attack 1. Jetzt führt ihr auch noch, ne? Ja. Das ist krass, ne? Okay. Disco Boys for You. The Disco Boys for You. Manfred Earth Band ist noch mit bei. I Came for You. Ja, lass mal ernst. Basti. Und das war Nummer 2 jetzt so, ja? Sehr gut, sehr gut. Oh, ein Glück. Ja. Disco Boys, da war unser irgendwie. Da haben wir auch immer früher zu getanzt, als wir jung waren. Das war so, genau. Ich habe eure Erinnerungen auf Instagram gesehen, da wart ihr noch richtig shape, ne? Da waren wir noch in shape. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen gehen lassen. Ja. Ihr kennt das Business, ist hart. Man wird älter. Man wird älter. Kraftwerk, das Modell. So. The Model. Sie ist ein Model. Heilung, aber das ist gemein. Aber das ist echt gemein, ja, weil das ist so ein erster Alter. Das war irre Führung der Kandidaten. Ja. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ich möchte hier den Videobeweis. Schlecht behandelt. Hat Heino schon mal einen Scooter-Titel irgendwie parodiert oder nachgemacht? Wer? Heino. Ach, das war Heino, ja gerade Heino. Nee, leider nicht. Hatte die Erlaubnis von euch. Ja, also fände ich eine mega Idee. 7-6, wenn wir den nächsten Punkt machen, dann haben wir gewonnen gegen HP und Sebastian und dann haben wir Scooter besiegt, Benni. Also. Oh, ey, das geht nicht. Nee, es geht nicht. HP-Konzentration. These four walls are closing in. Look at the fix you put me in. Since you've been gone. Rainbow, since you've been gone. Since you've been gone. Du bringst das Ding nach Hause. Jetzt, ey, das ist ja hier Kopf an Kopf rennen. Jetzt aber jetzt 7-7, also spannender geht's kaum. Oh, okay, Hände schön zurück und jetzt geht's um alles. Armin van Buuren, bla bla bla. Holt euch die anderen aus, hier zu Mein Gott, das war auch toll. Aber du kommst nicht drum rum, HP. Ein Wicked müssen wir hören, du hast gerade gewonnen. Einmal musst du Wicked sagen. Wicked! Yeah! Ein spannendes Finale. Aber ich muss echt sagen, du hast das echt gut gemacht, muss ich sagen. Danke. Oben gibt es ein Video von Cinema Strikes Back, wenn Durchfall eine Superkraft wäre. Und unten gibt es die letzte Folge von Erkennst du den Song? Like wir Abo. Vier gehen jetzt auf eine Aftershow-Party, die eigentlich nicht erlaubt ist, und raven ordentlich ab. Tschüss! Tschüss! Ciao! Danke!